Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potion Permit. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge ein paar Sachen gesammelt zuletzt und haben gesagt bekommen, dass wir hier bleiben werden. In dieser wunderschönen Stadt namens Mondburg. Und wir haben wieder nur Beleidigungen abbekommen. Ja, die Bürger mögen uns immer noch nicht sehr hier. Aber das ist okay. Kein Problem damit. Ich bin ja eh besser auf mich alleine gestellt. So. Ich habe heute vor, ein paar Tränke mal zu machen, einfach nur aus den experimentellen Gründen. Und zwar, wir könnten mal Heilmittel Juckreiz, Ausschlag, Prellung, feuchte Flecken. Ja, das ist aber alles, womit wir eigentlich nichts anfangen können, soweit. Gibt es denn jemanden, der gerade in der Klinik liegt oder so? Ist hier jemand drin? Nee, ist gar keiner. Also wir bräuchten, glaube ich, mal eine neue Mission, kurz gesagt. Es wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Aber hey, die suchen wir uns heute. Da bin ich ja mit vollster Überzeugung dabei. Schau dich mal die Entchen an. Ich hätte jetzt gerne ein paar Brotstücke, die ich da reinwerfen kann. Aber ja. Habt ihr das damals auch immer in der Kindheit gemacht? Ich meine, wahrscheinlich hat das jedes Kind gemacht. Ich bin damals immer mit meinen Großeltern oder, keine Ahnung, mit meiner Mutter oder so. Die Enten füttern gegangen. Und das war immer ganz süß. Ach so, wir müssen noch zwei Leute kennenlernen. Das fällt mir gerade erst auf. Ja, wen wollen wir denn noch kennenlernen? Gute Idee. Hier vielleicht jemanden? Ist hier jemand drin? Kirche, oh nein. Gerade die wollte ich nicht kennen. Spaß. Aber ich weiß nicht. Ich bin nicht gläubig. Oh, hallo. Könntest du mir vielleicht helfen? Ich spende nichts. Wobei, oh, ich presse Weintrauben aus. Dabei kann ich dir helfen. Um ehrlich zu sein, ist die Arbeit zu schwer für mich. Alleine. Okay. Ich habe schon versucht, einen Helfer zu finden. Aber hatte bisher kein Glück. Ich habe Erfolg gedacht. Ja, normalerweise nutzen die Erfolg. Würdest du mir wohl bei der nächsten Gelegenheit helfen? Ja, why not? Weintrauben sind lecker. Das ist toll. Solange ich die nicht mit den Füßen kaputt stampfen muss. Du kannst dich dann auf der Tafel am Eingang dafür eintragen. Ah. Okay. Was bringt dafür mich raus? Ich frage ja nur. Und natürlich revanchiere ich mich für den Gefallen. Ja, ja, davon war ja gerade die Rede. In deiner Freizeit kannst du Nebenjobs annehmen und Polizeirevier in der Kirche und beim Postamt arbeiten. Die Arbeitszeit beträgt 2 Stunden. Für den erfolgreichen Abschluss erhältst du Belohnungen. Okay. Yeah, why not? Küche sieht aber an sich ganz pretty aus. Ist denn hier direkt was? Nein, ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Ich weiß, du... Ja. Okay, nein, alles gut. Keine Sorge, unsere Küche steht immer für alle offen. Ich wollte eigentlich gucken, aber gut. Eine Person fehlt uns noch. Wollen wir mit ihm sprechen? Wollen wir mit Victor wirklich sprechen? Okay. Ein Alchemie-Genie? Genie? Ich bin Victor, was willst du von mir? Warte. Saenius scheint dich zu mögen. Saenius? Du kennst ihn nicht. Du kannst ihn nicht sehen? Aber natürlich. Okay. Okay. Was auch immer. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich nicht mit ihm reden. Aber hey. Ist doch okay gewesen, das Gespräch. Das Hehehe war super. Oh, das ist die Tochter vom Bürgermeister gewesen. Oh, hi. Du solltest dein. Was? Ey, die droppt ja jetzt schon irgendwelche Aussagen beim Vorbeigehen. Oh, hey, du solltest deinen Umhang vielleicht mal ausziehen, weil der hässlich aussieht. Oder was solltet ihr jetzt sagen? Also wirklich. Das werde ich mir aber in der Aufnahme nachher nochmal angucken, was du gesagt hast, Fräulein. Warte, Tür ist geschlossen? Oh, Sonntag, ne? Nee. Ja doch, Sonntag. Also es ist Sonntag. Also normalerweise, ja, muss ja daran liegen. Ja, wow. Da haben die Sonntag zu. Ist ja nicht sehr gut. Ich setze mich mal neben den Jungen. Hey, was liest du da? Voll creepy. Okay. Ah, hier. Sonntags geschlossen. Okay. Hätte ich nur kurz aufs Schild gucken müssen. Kein Problem allerdings. Denn suchen wir uns halt eine andere Aufgabe. Die haben alle immer sonntags geschlossen, ne? Das ist ja wirklich wie nicht. Ich weiß nicht, seid ihr ein Freund davon? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Freund davon seid, dass sonntags alles zu ist. Denn... Ich bin sowohl ein Freund davon, sowohl aber auch nicht, denn es ist natürlich gut für die Arbeiter, aber nicht so gut für die Leute, die halt da einkaufen gehen wollen am Sonntag.
Ich wohne ja an einem Touristengebiet oder nah dran und demnach ist halt im Sommer zumindest die ganzen Geschäfte noch am Sonntag auf, was ganz cool ist. Aber genau in der Stadt, wo ich wohne, hört's auf mit den Sonntagsöffnen. Also müsste ich erst immer rüberfahren. Aber, naja. Was hat sie uns noch zu sagen? Oh, hi, Schatz. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Okay. Die ist immer noch ein bisschen weird. Was guckst du so, Schatz? Oh Mann, die will mich verführen, oder? Naja. Auf jeden Fall, genau. Also ich bin aus ausstehender Sicht, weil ich ja nicht im Supermarkt oder so arbeite, bin ich ein Freund von Sonntag aufhaben, weil man kann halt chillig am Sonntag noch einkaufen gehen. Ich nehme das ja gerade an einem Montag auf und gestern war ich schon wieder so, ich vergesse immer viel einkaufen zu gehen. Also vieles einzukaufen. Und demnach bin ich am Sonntag immer so, oh nein, ich hätte jetzt noch Lust auf Chips oder so. Und dann denke ich immer so, oh, jetzt gehe ich noch zum Supermarkt und hole mir eine Packung Pringles oder sowas in der Art. Und dann ist zu und dann heule ich. Dann setze ich mich in Embryo-Stellung in die Ecke und heule. Das ist das, was ich tue. Nein, aber natürlich aus Sicht eines Arbeiters im Supermarkt ist es natürlich wahrscheinlich schöner, wenn man den Sonntag komplett frei hat. Und auch keine Angst haben muss, dass das irgendwie irgendwas passiert dort. Gut. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Warum hat er genau aufgehört, als ich dann hingegangen bin? Deans Haus. Nee, Derek's. War klar, dass der hier nur sowas drinstehen hat. Wow, er hat einen Pokal. Und Honig auf dem Tisch stehen. Was ist das für einer? Warum hat er so viel Honig? Weird. Hier ist wohl jemand ein ziemlicher Honig-Fan. Ich meine, ja, ist gut. Honig ist lecker, muss ich sagen. Esse ich nur sehr selten. Ich glaube, ich sollte mir irgendwann mal wieder eine heiße Milch mit Honig machen. Denn das ist der Shit bangt ziemlich. Aber ich habe keine Mikrowelle. Ich kann meine Milch nicht heiß machen. Sagen wir es so. Oh, schau dich an, wie er seinen Spaß daran hat, die Vögel zu füttern. Jetzt macht das natürlich nicht mehr. Ja, der Vogel ist jetzt auch weg, bitteschön. Warte, macht das jetzt nochmal? Da! Er hat total Spaß daran. Ich heiße Meier, leicht zu merken. Wie Bürgermeier. Ich bin nämlich der Bürgermeister hier. Ja, ach nee. Ich freue mich darauf, deine erstaunlichen Fähigkeiten als Alchemie-Genie zu erleben. Ja, als ob ich das jetzt nicht wüsste, dass er Bürgermeister ist. Bin ich nicht irgendwie seit 5 Tagen schon im Dorf und habe mich jeden Tag mit dem Typen unterhalten? Was ist denn das? Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, warte, ich wollte eigentlich nochmal unten in den Wald hineingehen. Ein paar Ressourcen sammeln. Da wäre ich ein Fan von. Ich vergesse immer den Weg da hin, ne? Ich habe doch oben eine Karte. Ich bin halt einfach zu dumm, darauf zu gucken. Das ist wieder die Dummheit in mir, die da zum Vorschein kommt. Haben die eigentlich sonntags... Nee, die haben auf. Tja, da muss wohl jemand auch am Sonntag arbeiten. Liege ich da richtig? Oh, er ist schon genervt. Er ist schon so richtig genervt von mir. Ach, hallo, du bist es. Ja, bin ich vorbestraft oder so? Hast du einen Moment? Es ist so, wir haben beschlossen, dass wir Unterstützung brauchen, um hier Ordnung reinzubringen. Deswegen suche ich jemanden, der uns helfen kann. Ja, ja, klar. Siehst du die Tafel da drüben? Ach so, diese Einleitung wieder. Ja, ja. Trag dich bitte ein, wenn du hier helfen möchtest. Und keine Sorge, du wirst doch bezahlt. Ja, das will ich doch hören. So, möchtest du beim Sortieren von Waren im Polizeirevier helfen? Ja, warum nicht? Dieses besondere Minispiel kann während eines Nebenjobs im Polizeirevier gespielt werden. Das Ziel des Minispiels ist, Waren innerhalb der vorgegebenen Zeit in Kategorien nachzuordnen. Okay. Achso, was... Achso. Okay. Ja, ich dachte mir gerade schon. Irgendwann muss auch... Oh, nein! Irgendwann muss auch mal was der anderen Art kommen. Ja, wir haben es doch, ne? Ja, das war easy. 125? Das ist ja einfach ein Stundenlohn von, weiß ich nicht, 65 Euro. Von 60, also 62 Euro, ja, 62,50 €. Warum bezahlt... Hallo, darf ich den Job anfragen in echt? Darf ich bitte 2 Stunden Sachen sortieren am Tag und dann dafür... Ja, vielleicht? Ja, warte, Hundi, warte. Boni!
Moni. Du kriegst ja dein Essen. Du kriegst einen Pilz. Bitteschön. Lass es dir schmecken. So, und noch einmal streicheln. Er ist irgendwie nicht sehr amused, ne? Aber ja, gut. Ne, die Minigames sind aber cool, dass man so Nebenjobs machen kann. Das ist irgendwie, das hat was. Sich so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Wir haben bisher noch gar kein Geld für irgendwas ausgegeben, außer einen Apfel. Das heißt, ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt, was wir insgeheim kaufen müssen. Ich weiß, dass unser Upgrade, zum Beispiel, wir können ja auch unser Haus upgraden. Das kostet zum Beispiel auch ein bisschen Geld. Aber mal sehen, ob wir uns das in bedenklicher Zeit irgendwann mal holen werden. So. Gänseblümchen. Hört sich immer süß an, Gänseblümchen. Wisst ihr was? Es ist Sonntag. Wir werden heute in die Nacht reinarbeiten. Mal sehen, wie lange wir das machen können überhaupt. Wir können ja mal ein bisschen erkunden. Wir können ja mal dahin gehen, wo es... können ja mal... Ich behalte mal meine Energie. Ich kloppe mich nur mit ein paar Slimes, falls die mir in den Weg kommen. Und dann erkunden wir mal ein bisschen das Gebiet. Ich bin mal gespannt, was man hier noch so finden kann. Denn hier unten sind ja immer noch Wolken. Deswegen, also die Pilze nehme ich mal mit, weil die können wir unserem Hundi geben. Den kleinen Boni. Ah, hier geht es runter, ne? Oh, da gibt es auch ein neues Tierchen. Okay, wollen wir gegen den kämpfen oder wollen wir dran vorbei? Wir kämpfen. Wenn er mir schon so blöd kommt, dann kann er auch direkt auf die Schnauze bekommen. Richtig gehört. Und wir haben Honig erhalten, was auch gut ist. Alter, warum brauchen wir so lange, um dieses Basilikum abzubauen? Ist das irgendwie eine riesige Pflanze? Oh, nee, das war Zitronenlisse. Hier geht's gar nicht runter, ne? Hm, hier vielleicht? Das ist anscheinend nicht der richtige Weg. Also haben wir den Bären umsonst umgebracht? Sehe ich das richtig? Ja, okay. Oh, warte mal, brauchen wir... Müssen wir irgendwie Stämme zerstören? Um an bestimmten Punkten weiterzukommen, oder wie sieht das aus? Ja, well, ist das irgendwie markiert? Das sind die einzigen Pfade, die nach unten leiten. Und hier können wir nicht rüber. Oder wartet mal. Nee, hier ist kein Weg, wie wir da rumkommen. Hä? Okay. Weird. Das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Schaut euch den an. Schaut euch den an. Hä? Was willst du machen? Was willst du machen? Können wir das abbauen? Wir können ihn ja einfach easy killen dadurch. Beste Farm Strategy. Ganz einfach an Items kommen. So ein Tutorial-Video geworden auf einmal. Wir nehmen noch den Stein hier mit. Wir haben eh noch ein bisschen Energie, das geht eigentlich. Und ich wollte noch gerne die... Das ist aber nicht Zitronenlisse, oder? Doch, schon wieder. Die nehmen wir auch noch mit. Währenddessen ich einen Schluck trinke. Wie begabt ist dieser Junge? Er baut Zitronenlisse ab und trinkt nebenbei. Oh Gott. Wegen eines Erdrutsches gesperrt. Oh. Okay, Genehmigungsabzeichen 1. Das heißt, das wird wahrscheinlich unser Weg dahin sein. Den bekommen wir wahrscheinlich irgendwann mal, denke ich. Irgendwann sollten wir den safe bekommen. Das Genehmigungsabzeichen. Die Frage ist, wie wir es bekommen, ne? Aber mal sehen, das kriegen wir hin. Wird schon nicht allzu schwer sein. Weil das ganze Gebiet hier haben wir ja schon erkundet inzwischen. So. Greifen die einen eigentlich auch so an? Ach, als ob die eigentlich friedlich sind. Wow, ich wurde getrickt dazu, die zu töten. Und mach's jetzt wieder. Aus Versehen war das aber gerade. Ich wollte die eigentlich wirklich nicht angreifen. Aber ja, die haben... Ich wurde dazu getrickt, dass man die töten muss. Ich bin offiziell Mörder. Die wollten mir nie was tun. Oh, shit. Jetzt fühle ich mich schlecht. Naja. Ich will gar nicht wissen, wie viele ich Slimes ich umgebracht habe im Slime Ranger Let's Play, die ich von der Klippe geschubst habe. Nein, die habe ich nicht umgebracht. Die sind auf einem AIDA-Urlaub, habe ich damals immer gesagt. Und das sind sie auch immer noch. Daran, bei dem bleiben wir, okay? Ich finde es gut, dass die Reference vielleicht ein einziger Mensch mitbekommt gerade, der das Slime Rancher Let's Play geguckt hat und das jetzt hier. Wenn überhaupt. Ach,
das gute alte Slime Rancher Let's Play. Ich weiß gar nicht, ob das mein erstes Let's Play war, was lang... Oh mein Gott! Was wirklich lang ging. Oh, jetzt mussten wir leider auch nochmal so einen töten. Aber der droppt Sporen. Auch mal interessant zu wissen, weil falls wir sie brauchen, wissen wir, wo wir sie bekommen. Aber dass ich dafür erst jemanden von den süßen Dudes töten musste, habe ich nicht erwartet. Naja. Aber ja, ich denke gerade wirklich drüber nach, ob Slime Rancher mein erstes richtig lang anhaltendes Let's Play war auf dem Kanal. Da hatte ich, glaube ich, 55 Parts drin. Oder ich glaube, ein bisschen weniger oder mehr, weil ich mich bei einem Thumbnail mal vertan habe und deswegen eine andere Zahl drauf war. Jetzt kommt's raus, okay? Jetzt kommt's raus. Aber naja. Sind ja inzwischen auch wirklich schon viele langanhaltige Let's Plays auf dem Kanal. Was cool ist. Ich bin immer ein Fan davon. So. Okay. Gehen wir mal wieder zurück nach Hause. Es wird ja langsam ein bisschen spät, ne? Wie viel Uhr haben wir es? Um 0. Ich weiß gar nicht, ob das so wie in Stardew Valley ist, dass wir um eine bestimmte Uhrzeit vielleicht umkippen. Ich denke mal nicht, dass es hier auch so ist. Ach, die greifen uns ja nicht an. Ich vergesse das die ganze Zeit. Mir wurde beigebracht, dass es Wesen sind, die nichts Gutes von uns wollen. Aber letztendlich war es doch nicht der Fall. 5 Gründe, warum Len eine schlechte Person ist. Hoffentlich kommt so eine Top-Liste nie. Darin wird safe sowas sein, wie er hat Slimes umgebracht. So, wir latschen mal wieder nach Hause. Aber interessant, die Stadt mal bei Nacht zu sehen. Aber was ich nicht ganz verstehe, es ist ja ein bisschen runtergekommen, die Stadt, aber die Kosten für die Laternen über die Nacht anlassen, haben die... Da spart man nicht, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist in der Nähe. Ich glaube, bei uns gehen die ab einer bestimmten Uhrzeit halt an, aber gehen halt auch wieder aus um eine bestimmte Uhrzeit an manchen Stellen. Oh, na, die ist ja auf jeden Fall aus. Die geht auch nicht mehr an. Aber gut. Hundi. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht Boni nenne, sondern immer Hundi. Es ist ein bisschen so in meinem Körper veranlagt, dass immer dieses Wort... Also, dass ich eher Hundi sage, ja. Was haben wir eigentlich? Was ist das hier nochmal? Dafür haben wir noch keine Erklärung bekommen, oder? Ich glaube noch nicht. Reparatur erforderlich. Ja, die Küche machen wir irgendwann mal. Dann kochen wir uns wahrscheinlich irgendwas Insanes. So, Ausschlag, Prellung, Feuchte... Okay, warte mal. Prellung ist ja wahrscheinlich... Oh, Verkaufspreis. Wir können die verkaufen. Die Frage ist aber, wo? Wo können wir Tränke verkaufen? 150 kostet das hier. Also würde das weggehen für 150? Wir können das ja mal machen. Auch wenn ich direkt wahrscheinlich am nächsten Tag eine Mission bekomme, wo ich das ganze Material mal brauche. Aber ja, wir holen uns das dann nochmal. So. Ja. Ich will es mir mal herstellen. Und es ist fertig. Sonnentropfen. Ja. Perfekt. Und die anderen Sachen werden wir dann erst noch mitbekommen wahrscheinlich. Das restliche Zeug. Okay, lass mich mal das Inventar öffnen. Und hier haben wir das. Ein flüssiger Trank, ein einziger Tropfen davon spendet jeder Haut Feuchtigkeit. Gott sei Dank bin ich nicht ein Mensch, der das unbedingt... So hat. Das haben wir durchgelesen, Maya. Ich habe Gott sei Dank immer ziemlich... Oh! Wenigstens bin ich im Haus K.O. gegangen. Du hast verschlafen. Oh nein, das auch noch. Oh nein, wir sind schläfen. Nee, doch nicht. Okay, alles gut. Ich habe meine Zeit einfach ausgenutzt. Es geht ja nicht. Das ist ja schlimm. Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall ziemlich schnell zum Rathaus laufen. Aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt Potion Permit, habt noch einen wunderschönen Potion-Tag und lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.